Aber ich glaube, wenn ich noch 3-4 Löffel davon hätte, ich schon keinen Bock mehr drauf, weil das so eintönig ist. Ja, geil, die Pizza einfach am Start, Junge! Und der Käse, weißt du, richtig geil am Ziehen. Das weiß ich jetzt schon, dass das reingeschnitten wird. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Pizzi kocht, eurem Lifestyle- und Kochformat hier auf YouTube. Und manche von euch mögen es vielleicht auch nicht mitbekommen haben. Sebastian Lenzen hat ein Kind und eine Frau. Und die Frau hat sich jetzt in unser Kalender geschlichen und hat da ihr Lied... Gute Knowledge, die du da droppst, auch relevant. Ja. Also schon geheime Information. Ja, ich bin Bram Lee, kennt mich doch. Ich berichte live aus Berlin, die neuen Sachen. Sebastian Lenzen hat ein Kind und eine Frau. Oh Gott. Und die heute den gleichen Pulli an beim React wie bei der Aufnahme. Ja, woo! Ja. Oh. Boah, du lernst der ballert. Nicht. Apropos weiter. Ja. Das ist immer Brams Gesichtsausdruck, wenn er aus dem Wein trinkt. Wein schmeckt. Wein hat eine ganz komische Eigenschaft, Geschmacksknospen anzusprechen, die mich angesprochen werden möchten. Okay. Die wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Ich sage, hey, Junge, ne, du hast mich, ich hab dich zwar, aber lass mich in Ruhe, bis ich sterbe. Okay, gut. Patsch! Oh shit, das war vielleicht doch gefährlich. Okay, und jetzt müssen wir eigentlich mal schauen, ob wir das noch ein bisschen besser so verteilt bekommen, dass es zwar ein großer Puffer bleibt. Hast du gerade mittlere Hitze gesagt, 6 oder 7? Das ist bei mir 5 oder so. Bei mir ist es 6 oder 7, ja. Ja, tatsächlich, wenn ich 6 ist bei mir meine Standardtemperatur, um heiß zu braten. Ja, da ist schon recht viel Hitze bei 6 bei mir. Aber die Herde sind natürlich sehr unterschiedlich. Ja, ja. Also bei mir ist 5 schon fast aus. 5 ist wie 1. Lüge ich die Hand noch drauf, ne? Ja, ja. Keine Ahnung. Aber dann ist der doch immer gleich. Die gehen doch nur schneller aus, wenn du die weniger einstellst. Ja, genau. Und bis 5 das heißt, geht der quasi... 5 ist bei dem so... Pupf! Ja. Und da halt euch ganz kurz über den Herzen. Moment. Wait, da muss ich jetzt mal ganz kurz nachfragen, weil ich jetzt hier gerade vielleicht einen der klassischen Peter-ist-ein-Idiot-Momente habe. Oh, oh. Bitte, die Hitze das, ändert das sich... Das habe ich auch erst, Peter, das habe ich erst Peter. Vor einem halben Jahr festgestellt. Sollen wir die Hitze ändert sich nicht, sondern du musst mal darauf achten, der Herd geht an und irgendwann geht er wieder aus. Ja. Die Platte. Und wenn du halt... hoch einstellst, dann bleibt die ja länger an. Wenn du zum Beispiel auf 9 stellst, das ist bei mir das Maximum, dann ist die Platte durchgehend an. Und das Ansein ist die gleiche Hitze, genau. Immer. Da, ja. Wieso macht man sowas? Wenn, man kann doch auch sagen, hey, du kriegst weniger Energie, nein. Nutzt diese weniger Energie bitte das dafür, dass du ich weniger nicht, Hitze auf das Zeranfeld packst. Das ist teurer, bei Induktion Peter. So ist? Weiß Peter, kennst du das nicht, wenn du bei dir im Schlafzimmer bist und du möchtest gedämpftes Licht haben, dann sagst du, Hanni, mach mal wieder an, aus, an, aus, an, aus, an, aus. Du möchtest ja nur Licht auf 50%, ne? Das ist weird. Also, ohne Witz, das ist komplett weird. Sieht ein bisschen komisch aus, aber hey. Ja. Fang an mit den Bratkartoffeln. Ja. So, die sollen ja knusprig sein. Ich bin sehr gespannt. Also die Bratkartoffeln kann ich mir gut schlucken. Wie so ein Fladen, Alter. Hier haben wir ganz gute Laune. Wie viele Schutzkapfen kriegt man denn da draus? 4? Ganz kleine Füllung. Das ist für Sam echt schon tief. Funktioniert halt nicht. Ja, oder funktioniert halt einfach nicht. Boah, ich mach nie wieder das Problem Nudeln selber. Ich, auch. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Die obere Teighälfte locker drüber klappen. Zwischenräume mit Fingern gut abdrücken, andrücken. Mit dem Metallring Kreise ausstechen. Ach ja, Metallring brauchen wir jetzt auch noch. Ich verabschiede mich komplett wirklich von schön. Ich weiß gar nicht, weil ich den Jungen so angefressen gesehen habe zuletzt. Das ist echt unüblich. Das wird aber eng mit der Pause. Ja. Hey, das ist doch nicht fertig. Erst zu Ende gucken. Ja, okay. Hin zu funktionell. J-Portion, die restlichen für dich als Salat. Geil, die ganzen 3. Wenn du morgen noch lebst. Ja, da sind noch ein paar. Tut direkt weh, ne? Voll in den Müll gefallen. Das ist halt so geil. Einfach so zu sagen, du hast gerade eine Tomate aus dem Müll gefischt, um die dann zu essen. Ich habe die danach aber auch sauber gemacht nochmal. Ah, ha! Das schmeckt mal, die Sache ist, bei Tomaten schmeckt das halt gleich. Ja, ob die halt aus dem Müll kommen oder halt nicht aus dem Müll kommen. Und bei der geschlossenen Kräuterbutter nicht, oder was? Ich wusste.
Nee, die schmeckt ganz anders. Die ist ja ganz anders, ja? Ja, Peter, ich stell mir das vor, dass du wie Gollum nach dem Ring gesucht hast, nur nach Kräuterbutter. Ich hab das war jetzt kurz mal raus. Ja, glaube ich aber. Das kannst du nicht beweisen. Aber es gab einen Unterschied. Und zwar, Jay ist in den Müll gefallen, hat das direkt rausgeholt und bei uns lag die ja schon lange im Müll. Na, lange Siehste? Lag die nicht im Müll. Aha! Die lag nicht lange im Müll. Wir waren ja noch am Essen. Also lag ja länger auf jeden Fall im Müll. Also die 3-Sekunden-Regel habe ich gerade sehr, sehr krass beachtet. Also die lag auch länger, du halt nicht. Die lag auch länger drin als die großzügige 3-Sekunden-Regel. Vor allem ging bei uns auch LAN immer über 3 Monate. Nein. Das war Anfang der LAN, als wir in den Müll geworfen haben. Und gegen Ende der LAN wolltest du die Kräuter haben. Nein, das ist auch nicht richtig. Das ist während des Essvorgangs noch passiert. Lass dir eine Minute im Müll gelegen haben. Eine geschlossene. Ja, aber das wie Gollum, der Ring war, da kann ich mich dran erinnern, ja. Nein, das war der stand so auf dem Stein auch so und dann so. Ja. Ihr Ficker. Alter, Mutter. Ja, ich möchte nur noch mal festhalten, Jay hat jetzt auch eine Tomate aus dem Müll gegessen. Dafür brauchen wir heute ein paar experimentelle Sachen. Wer hätte es gedacht? Und zwar unter anderem. Was passiert jetzt? Oh mein Gott! What the fuck? Ey, du musst auf A drücken, das Alt und K ist bei mir schneiden. Mir T. Das stell ich immer um. Ja, von Magix noch, Peter. Das ist ganz spannend. Wie awesome ist das Ding? Geil. Okay. Fucking awesome, Martin. Geil. Nice. Ich finde das gut. Martin lebt sich hier richtig schön aus. I like it. Ja, aber super. Richtig, ey. Paco-Ketten. Holy shit, okay, krass. No! Okay. 1, 2, 3. Das wird immer verloren, oder was? Ja! Okay. Die ist unter die Spülmaschine gerollt, Alter. Da ist nichts mehr mit 5-Sekunden-Regel. Guckt euch das mal an. Das ist von außen sogar, kann man sehen, wie der Stand war. Das hier, da steht 2 Kilo drin. Ich habe 1 Kilo bekommen. Vielen, vielen Dank an Peter an dieser Stelle, der so freundlich war, mir diesen Wildschwein-Schandel mitzubringen. Wir haben Bram einen mitgebracht und wir haben vergessen, von Bram Geld zu verlangen, weil Hanni hat das bezahlt. Jetzt so, du sagst. Stark. Wenn ich das gekauft hätte, wäre mir das ja scheißegal gewesen, whatever, gebe ich Bram einfach whatever. Aber dann hat irgendwann Hanni zu mir gesagt, hast du eigentlich die Kohle von Bram gekriegt? Ich so, wofür? Ja, für das Wildschwein. Achso, ja stimmt, du hast das ja bezahlt. Aber da musst du mir noch sagen, was die dann kriegt. Ja. Mische ich das da drin? Video. Dann mische ich das dann doch lieber in einem Messbecher. Das ist ja Mittelalter. Ein Messbecher. Da ist einer. Ein anderer Messbecher hin. Hey. Ah, der andere Messbecher, okay, du hast noch einen. Wo ist der hin? Nee. Ich hab meinen Messbecher. Ich glaube, er sucht schon. Ich hab 2 Messbecher. Steht, der eine Messbecher, den siehst du in der Spüle. Der ist dreckig. Wo ist der andere Messbecher? Ach so. Das ist der versteckt sich gerade unter dem Sieb. Das ist auch schon sehr effektiv. Dann gibt's wohl keinen Messbecher. Dann nehmen wir halt doch irgendwie das. Whatever, dann nehmen wir das. Eine Schüssel? Dann nehmen wir. Was? Immer noch nicht? So. Immer noch nicht? Wir mischen jetzt. Also da ist der Messer. Oh mein Gott. Alter. Ich war wirklich lost dort. Ey. Holy shit. Wie geil ist das Ich hab denn? Ihn nicht gesehen. Nice. Oder da kann ich noch wie Brain AFK schon mit dem Messbecher das Sieb runternehmen. Ja. Keine Ahnung, wo der Messbecher ist. Der könnte überall sein. Übel krank. Boah, das sieht schon gar nicht so schlecht aus, Peter. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh nein. 3 Sekunden Regel. 3 Sekunden Regel. Fuck me, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay. Das ist der 2. Fleck, den wir dadurch haben. Oh, sorry. Wir gucken und. Andere war Wagyu. Wir haben jetzt 2 Fettflecken. Und Wagyu ist auch am Boden geklatscht. Oh nein. Doch jetzt deutlich besser funktioniert als beim letzten Mal, wo das ja so voll die Katastrophe war. Nein, jetzt ist die Kamera ausgegangen. Jetzt haben wir das geile Fotofinish nicht mehr drauf. Ihr wisst gar nicht, was wir hier gerade treiben. Oh.
Ja, yeah, der geil geschmeidig. War gut. Achso, warte mal. Was man das anhört, Mensch, was wir da noch so alles machen. Dann gehen wir auf Anhieb direkt 8 Punkte. Lieblingsessen? Ja, ist halt kein 10-Sterne, 10-Punkte-Gericht. Das ist halt ein super leckeres, super einfaches aus. Gericht. So eine pure Matscheiße. Ich habe, glaube ich, noch erzählt, ich weiß nicht, ob das jetzt noch kommt, ja, erzählt, das ist eigentlich das perfekte Julius-Gericht, ne? Also ab 12 Monaten verseucht den Jungen essen. Doch nicht auch schon so früh. Also ich glaube, versauen könntest du nur noch mehr, indem du einfach die Cola, die da stehst, auch noch da reinkippst. Das ist aber süß. Aber da ist echt viel Zucker drin, stimmt, ey. Ja, das ist doch süß. Ich habe mir noch Fisa vorgestellt. Aber ich glaube, wenn ich noch 3-4 Löffel davon hätte, hätte ich schon keinen Bock mehr drauf, weil das so eintönig ist. Ja, geil, die Pizza einfach am Start, Junge! Und der Käse, weißt du, richtig geil am Ziehen und du isst einfach mit Soße. Das wird auch schon wieder richtig gut. Oh, geil. Und die Konsistenz ist ein bisschen strange. Aber immerhin haben wir eine Ananas dabei. Und ich weiß nicht, wie viele von uns schon Ananas verarbeitet haben. Ananases? Ananas. Mehrere Ananas. Könnte es Ananasse sein? Nein, es heißt einfach Ananas. Die Ananasse. Das heißt Ananasse? Nein. Also ich habe gerade Ananas Mehrzahl eingetippt. Also Singular Nominativ, die Ananas. Plural Nominativ, die Ananasse. Was sagt der Duden dazu? Das überrascht mich gerade, ehrlich Ananas, gesagt. Eine Ananas, zwei Ananasse, drei Annie the Duck? Was? Hab ich nicht verstanden. Das war einfach nur richtig dumm. Das war einfach nur richtig dumm. Ja, aber wirklich. Was sagt der Duden? Dictionary sagt die Ananasse und die Ananas. Die hast du gesagt, beides. Die auf der Dose sind auch nicht schlecht. Warum sagst du aha? Weil das sagt, Ananas geht auch. Weil wir getippt haben, dass Ananas geht und das uns bestätigt. Geht Plural 1 und Plural 2 gibt, aber dann die Ananasse gibt, Alter. Nee, aber laut Dictionary gibt es 2 Plurals. Plural? Okay. Pluri? Alter, ich hab eigentlich Angst. Okay, Moment. Plural. Vom Plural. Der Plural ist. Gibbet nicht. Was ist der Singular vom Plural? Die Mehrzahl. Plural. Alter. Und was ist der Plural vom Plural? Gib es nicht. Plural, also Plural einfach nur. Plurale. Das Wort ohne Plural. Plural ist ein Wort ohne Plural. Plurale. Ein Plural, zwei Pluralen. Plurali? Das heißt, wir können ja, oh, wir haben ja Wein heute. 100 Milliliter Weißwein, da sind ja 250 drin. Erstmal hier 100 Milliliter abfüllen und dann auf Nina, ne? Und auf die Schwiegereltern. Und auf mich. Und auf Julius. Und auf Sammy. Boah, und jetzt ist gut. Boah, da hast du ja für eine billige Plörre geholt. Ja, okay, Röstaroma. Boah, Alter. Da wird gemeckert erstmal. So. Erstmal die Hälfte wegsaufen und dann beschweren. Was schmeckt das eigentlich zum Kotzen, ey? Geil, ey, wie durch diesen Senf dieser Honig so richtig krass von dickflüssig zu voll flüssig Honig-Senf-Dressing wird. Honig-Senf-Dressing ist bei Salat auch eines der besten Dressings, die es gibt. Aber, du ja. Ein Beauftragter? Dressings. Dressings. Dressings? Okay. Das Dressing, die Dressings. Ja. Ja. Nein, ich bin so dumm. Oh Gott, bin ich dumm. Bin ich nur dumm? Ja, wo es sicherlich gerade aufgefallen ist, habe ich jetzt in dieser Sekunde eine vegetarische Big Mac-Rolle, weil ich kein Fleisch drin habe. Jetzt bin ich. Aber kannst du nicht essen. Einfach. Na doch, genau, David, kannst du nicht einfach wieder aufrollen? Ist ja nicht so mein Ding war. Wie awesome ist das denn? Ich habe so lange auf den Teig gewartet. Ich habe mir extra da ein Schüsselchen hingemacht mit jeder Zutat und ich habe vergessen, dass hinter mir noch die Pfanne mit dem Hackfleisch war. Mein Teig war so, nee, nicht dünn, aber der war so rissig. Ich war so froh, dass ich es überhaupt rollen konnte. Dass ich den überhaupt auf die Arbeitsplatte bekommen habe. Da habe ich Idioter Scheiß Hackfleisch vergessen. Mit seinem eigenen Rezept verkackt hat. Ich weiß nicht, wie der Cutter bei den Peets heißt. Ich biete dir jetzt Folgendes an. Du erreichst mich auf Twitter, per Twitch-Whisperer oder per E-Mail. Ich biete dir 20 Euro per PayPal Me an, wenn du das irgendwie so geschnitten bekommst, dass man davon nichts mitbekommen hat. Oh, geil.
Er heißt Martin. Danke, Martin. Liebe Grüße. Martin ist nicht bestechlich. Ja, genau. Das 20 Euro sind auf jeden Fall zu wenig. Weil Nani Kleini jetzt ist, kommt da ein bisschen Wasser rein. Da haben wir mal einen Teig raus. Ja, ich war nicht so smart und hab die Milch da reingemacht. Hm? Das wäre vielleicht smarter gewesen. Was ist denn da für eine Flüssigkeit drin? Wasser? Jetzt hat er gerade Wasser reingetan. Da Wasser reingemacht. O-Saft. Jan, ich werde noch ein bisschen Mehl von mir da reinpacken. Bis weich ist, hätte ich jetzt mal gesagt. Ich bin der, der uns heute die Scheiße. Ich bin euer schlimmster Albtraum. Kannst du so mit uns ins Zimmer gehen, wenn er schläft? Ja. Oh Mann, Hallo, mein Sohn. Ich wollte dir unbedingt mal unser neues Schneidemesser zeigen. Ja. Alter, gestern hat voll die gruselige alte Frau bei uns angerufen. Dann hat auf den Anrufbeantworter gesprochen. Wie redest du denn über deine Mama? Und war, hier ist die Gertrude, ich würde gerne. Das haben wir einfach in der Presse. Zack. Das ist so krasser Knoblauch, der passt gar nicht. Das hab ich auch gemacht. Dann habe ich auch noch das Kacki-Messer hier. Süßkartoffel schälen und in 2 cm große Würfel. Das ist ein bisschen vor dir. Ja, wollte gerade sagen, da hängen 10 Messer, ja. Und du nimmst das kleinste und sagst dann auch, oh, das Messer ist scheiße. Ja, ich habe mich. Nimm doch einfach das andere. Nein, das eine war dann dreckig und dann muss ich da. Weißt du, du hast dich entschieden. Aber hättest du nicht theoretisch, ich meine, ja, der Knoblauch hat nicht in die Presse gepasst. Aber was wäre, wenn du den Knoblauch nur einfach geteilt hättest? Das habe ich in den Kommentaren auch schon gelesen. Kompliziert. Aber das wäre auch wieder zu einfach gewesen. Wer macht denn sowas? Ist ja mega dumm. Okay. Nein. Tomaten halbieren und Tomaten helfen. Guck mal, die Tomaten kann er halbieren, ne? Ja, vor allem mit welchem das Messer? Das steht aber auch. Ja, guck mal, stimmt, jetzt nimmst du auch das große Messer. Da hättest du doch für den Knoblauch nehmen können. Dennis macht auf jeden Fall hier Petersilie zupfen. Das finde ich schon mal gut. Wie willst du das denn sonst machen? Ja, irgendwer hat immer gesagt, der scheißt da drauf und schnibbelt die Stiele mit. Also, nicht mehr nee, ekelhaft. Also das ist mir, ich wäre kein Wilder, ne? Nee. Ja, das ist ein bisschen dick geworden alles. Alter, das kann ja nicht sein. Also, Knoblauch, Zwiebel, dürfte das leicht. Nein, jetzt kommt der Cut! Mann! Okay, wir müssen weiter. Nein, ich sag mal, ich bin nicht mehr. Wo du gleich die 10 Gebote drauf einmeißeln kannst. Nee, also, ich muss sagen, die war bis zum Ende, die war fluffig. Die war nicht irgendwie zu hart, aber ach, die so war halt. Berg aber die war Berlin. Halt nicht rap-mäßig so, dass du die rollen konntest, sauber, sondern die war halt stabil. Okay, stabil finde ich gut, ey. Nein, das sind 2 unterschiedliche Dinge. Ah. Es gibt den Guide, den Guy Michelin. Und es gibt den Gumio. Und beim Gumio gibt es Punkte, maximal 20 Gummipunkte. Punkte. Kommunion yes. Habe ich gehabt. Kommunion. Kommunion. Ja, Kommunion gehabt. Gibt's eigentlich auch einen nicht-französischen Ratgeber? Ich wollte gerade sagen, Peter, willst du da nicht mal deinen eigenen Ratgeber rausbringen? Also wirklich ernsthaft. Also, dass du dir so ein bisschen zumindest merkst, wobei merken ist natürlich dann schwierig, wenn ich gerade drüber nachdenke, aber du Notizen machst für ein Restaurant. Peter macht sich jetzt Abend nochmal gegessen. Fotos. Dann könntest du halt einen deutschen Namen dafür nehmen, so Essen. Weißt du, so richtig schön aggressiv. Ausrufezeichen auch dahinter. Peters Fressatlas. Wo du dir die Kauluke stopfst oder so. Oh. Oder Soße. Ich sag Soße, glaube ich. Oh Gott! Wie kann er denn Sternekoch sein? Nein! Weil er gut kochen kann, aber nicht gut sprechen. Jonathan, du bist einfach disqualifiziert. Das ist ein guter Mann. Der hat Ahnung. Als ob er Soße sagt. Der hat Ahnung. Ich geh kaputt. Super. Der hat Ahnung, der Mann. Oh, ist damit jetzt legitimiert zu sagen Soße? Ja. Ja, ist es halt. Ja. Wenn Sternekoch das sagt, dann kannst du ja nichts dagegen sagen. Das ist doch Kacke. Soße, Quatsch mit Soße. Klar, sich dünsten, ablöschen, zum Kochen bringen und dann das Gemüse hinzugeben. End of Anweisung, was man mit dem Lauch und so weiter machen soll. Gutes dem Spargel. Die kommen da einfach so rein. Ja, und danach hat sie geschnitten. Was? Guck dir diese Verzweiflung in diesem Gesicht an. Oh mein Gott. Das ist oh Jane, tut mir so leid.
dünsten. Was ist denn dein Standard? Was du da denkst? Meinst du, du machst jetzt ja plötzlich den Metzger da raus oder was aus dir? Ich hätte schon gerne vernünftige Würste gemacht, ja. Aber ist okay. Wenn die schmecken und die nur ein bisschen kacke aussehen, ist das doch trotzdem super. Ja, wirklich. Ja, ich hatte zu viel Fett, ihr seht schon, da kommt extrem viel raus. Wo kommt das so her? Was? Du meinst, wenn man das öfter macht? Oh, Junge. Da liegt die Wurst. Da ist der Darm tatsächlich aufgegangen. Geil. Was eine Fontäne, ey. Vielleicht, ich hätte Backup-Würste kaufen sollen. Das ist ein ziemlicher Einfall, leider. Schreibt mir mal in die Kommentare, wo ans Licht, dass die alle kaputt gehen. Oh mein gesehen. Die hat voll geswirtet. Du kannst in Baguette-Form, bei mir ging das nicht, weil ich habe so ein Baguette-Gitter und sonst wäre das wahrscheinlich da durchgetropft, aber... Hey, du hast keine normale Ofen... Siehst du gleich. Was ist denn Baguette-Gitter? Okay. Ja, ich habe mich auch für eine andere Form entschieden. Jetzt soll der ausgerollt werden quasi. Okay. Wollen Sie mal einen Ach, Scheiße. Hier ist der Deal. Jetzt genau sollen wir tun. Länglich. Handschuhe! Wie awesome ist das denn? Ich hab Handschuhe, ja, mittlerweile, Alter, weil ich Teig zwischen den Fingern nicht haben kann. Deswegen. Wieso klebst du so hart? Das ist schon okay. Wieso klebst du so hart? Okay, Moment. Alter, das aus wie ein Würstchen. Ich bin echt auf Asterix und Klebefix, ey. Was ist denn das für ein Scheiß? Okay, komm, wieso? Alter, ist das los? Ich versteh's nicht. Guckt euch an, wie klebrig es ist. Wie soll ich das denn ausrollen? Was das, ganz ehrlich, was das für ein Scheiß? Ja, da krieg ich schon wieder schlechte Laune frei. Pass auf, das Problem ist, was du natürlich irgendwann hast, ist, wenn du diesen entschieden. Ja, aber wenn du dich einmal dafür entschieden hast, das aufs Backpapier zu tun, ja? Du kriegst es halt nicht mehr da runter. Du musst auch einfach da liegen lassen. Dann ist so lange, bis du gebacken hast. Egal. Von der Dicke kommt das ungefähr so hin. Ne, wenn man das dann so hat. Und dann schwingen lässt. Da oben ist das noch nicht ganz zu. Hat ein bisschen gedauert. Ja, ja. Moment, was? Moment. Aber du legst es jetzt doch so vor die beiden Bälle, die da sind. Ja. Alter, ist der klebrig. Ja. Als ob ich doch immer von Absicht. Ich hab vollkommen nur richtig. Jetzt leg ihn davor. Vor allem, wie du ihn auch hältst und so. Ja, bitte leg's jetzt da hin. Auch noch so schön dran. Da oben war noch so ein Riss drin und ich dachte mir, okay, da musst du halt ein bisschen oben raus schieben. Ja. Das hat jetzt 2 Minuten gedauert. Ja. Ja, aber das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh oh. Oh. Oh nein! Oh. Hä? Ja, das Messer lag da und er hat gewischt und hat an dem Messer vorbeigewischt. Ja, warte. Da liegt das Messer. Warte. Da. Und da. Oh. Einmal langgezogen. Pass auf, aber. Ja, das Messer ist scharf. Immerhin ist es nicht beim Schneiden passiert, aber so ist es eigentlich noch dümmer. Ey, hier, ne, ich fühl das, ja. Also aber wie das auch aussieht, das sieht aus wie so eine kleine Brotkuchen-Reihe, so eine, dass du genau zum Messer geführt wirst. Vom Topf bis zum Messerklinge ist genau so eine Linie. Sehr belastend. Wir sind ein Entertainer, ja? Das ist wirklich so, das allererste, doch bevor man da Wasser drüber laufen lässt oder man da irgendwie mit der Zunge dran geht oder sich ein Pflaster holt oder irgendwas macht, erstmal die Kamera halten, das ist ganz wichtig. Ja, ne? Aber das ist, und ja dann, keine, das ist ja keine Verletzung, wo du sagen würdest, jetzt schnell. Selbst bei einem Armstumpf würde ich den erst noch mal in die Kamera halten. Ich habe sogar noch Selfies gemacht, bevor ich das noch mal für das Thumbnail. Nice. Denn heute ist der Tag, an dem ich ganz freiwillig allen anderen Leuten, die bei Pizmeet sind, den Vortritt lasse und ihnen sage, du, anderer Pizmeet-Junge, lies doch mal die Zutaten Psychologie vor. Jetzt, oder ich hab was? Da überhaupt gar kein Interesse dran, sowas zu sagen wie, dass wir Eier bräuchten. Oder okay, so nämlich. Okay, das ist geil. Oder dass wir Butter brauchen, zum Beispiel, um das zu machen. Ne? Wir brauchen Zucker, würde ich nicht sagen wollen.
oder Puderzucker, was ich auch nicht sagen wollte. Das ist halt langweilig, genauso wie Speisestärke. Weiß ich auch, so Milch, ja, oder Mehl oder zu guter Letzt halt Erdbeeren. Kann jemand anders sagen, gar kein Problem. Deswegen wir jetzt hier steigen sofort ein. Wo ist er denn? Okay, wir haben ein Problem. Wir haben tatsächlich nur ein so ein Ding. Ich weiß legit nicht, wo der andere hin ist. Immer noch nicht, ja? Ich habe nur ein so ein Quirler. Ich glaube, Sepp, du warst bei Kiki, oder? Ja, genau. Ich wurde herzlichst aufgenommen in einer wunderschönen Küche. Und hab die erstmal voll eingesaugt. Ja, und ich konnte alles aufräumen danach, aber ist nicht schlimm. Wie, Sepp hat dir nicht geholfen danach? Ich musste ultra schnell danach weg. Ja, ich musste zu weg. Das kommt voll lecker. Ja, der hatte nur einen Zahnarzttermin oder so. Ja, ja, ja. Alter, what the fuck? Okay, ja, finde ich lustig. Das geht ja schon mal gut. Wir haben hart überzogen. Aber, let's try. Oh mein Gott. Alter, was? Wenn ich mir das so angucke, hätte ich auch gesagt, ey, ich muss ganz schnell weg. Ja, das verstehe ich dann auch mit dem. Wir haben ja noch bis deiner sauber gemacht. Ich dachte die ganze Zeit wirklich so, bis er geht es doch noch. Ja, die Katastrophe kam danach erst. Da sah die Küche aus wie die Toiletten auf einer Berliner Fashion Week. Ja.